Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mittelerde Mordors Schatten. Wir haben jetzt die Aufgabe, hier hinten, war das jetzt da hinten? Muss ich gerade nochmal gucken. Ja, da hinten gegen eine große, riesige, mächtige Kreatur aus den Landen von Mordor anzutreten. Beziehungsweise hoffe ich, dass wir nicht gegen sie antreten müssen, denn ja, diese Kreatur ist ganz einfach übermächtig. Und deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das hier machen. Am besten halt, dass ich nochmal irgendwo Pfeile herkriege. Ach, du Heimatland. Ein Krauk. Ich brauche mindestens 20 Männer, um das Biest zu erledigen. Oh, dann finden wir immer einen anderen Weg. Ich bin gespannt. Vor allem ohne Pfeile. Wenn wir uns dem Eingang der Höhle nähern, werden wir nur den Zorn des Krauks erregen. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Oh, Pfeile. Beeindruckend, Talion. Damit sollte der Krauk eine Zeit beschäftigt sein. Ja, dann hoffen wir mal. Hopp, 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 hopp. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, dass das Vieh jetzt hier nicht... Ein Hauch des Todes. Dafür haben wir mal Zeit. Ja. Ah, perfekt. Habe ich sogar gebraucht. Super. Oh ne, da hinten sind die komischen Viecher wieder. Gole, warum überrascht mich das nicht? Sehr schön. Das ist genial. Da muss man nicht auf den Kopf zielen. Das passt. Flänzelein, nehmen wir mit. Oder brauchen wir das dann noch vielleicht? Ja, wir nehmen es jetzt mit. Kann ja nicht schaden. Lotrond. So, haben wir eben gerade eigentlich den Eintrag verpasst? Den will ich mir jetzt auf jeden Fall mal angucken, den Eintrag. Über diese mächtige Bestie. Was sind Höllenhetzer? Ach, das sind diese. Okay. Okay, kein Eintrag. Warum? Das sind die Kartoffeln. Warum gibt es da jetzt zu denen keinen Eintrag? Fände ich jetzt mal ein bisschen bescheiden. Redback. Ach du Heimatland, was gibt's denn hier noch alles für Informationen? Na gut, das habe ich jetzt scheinbar alles, finde ich ein bisschen bescheiden, dass da jetzt quasi die ganzen Ausrufezeichen weg sind. Das, jetzt weiß man ja gar nicht mehr, was will man jetzt noch lesen, was nicht. Ach du Heimatland. Sieht aus, als hätte der Graub den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein frischer Tod ist nah. Ja. Dem sehe ich nicht anders entgegen. Da sind wieder solche Viecher. Nachtgeschöpfe, Ungeziefer aus den Tiefen der Erde. Jo. Ghule, Ghule, überall Ghule. So. Hallo? Ach ja. Was haben wir hier? Nuss. Ist da noch was? Ach ne, das sind auch nur Fußabdrücke. Okay. Oh, da haben wir nochmal Pilzle. Die nehmen wir noch mit. Und dann gucken wir mal. Ah, perfekt. Perfekt. Da drüben ist nichts weiter. Das ist wirklich dann nur hier das. Gut. Na dann, wollen wir mal gucken. So genial gemacht.
geschmiedet. Die Augen sind sehr verräterisch. Also ich würde sogar mal drauf plädieren, dass der blonde Elb Sauron ist. Ganz spontan. Nur ihr könntet solch Unmut erschaffen, Celebrimbor. Celebrimbor. Der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Ich habe die Sagen gehört, doch. Nun erinnere ich mich an meinen Namen. Ich formte Mittelerde. Ich fertigte die Ringe der Macht. Oh nö! Alter, die Augen! Wie soll ich denn fliehen? Der Schattenangriff. Alter, rechte Maus, hast du gedrückt? Tippe Y. Versetz dich augenblicklich an den Aufenthaltsort deines Ziels. So kannst du tödliche Situationen entkommen, Festungen durchqueren, fliehende Feinde verfolgen oder auch aus der Entfernung in einen Kampf übergehen. Was natürlich an zwei Elbengeschoss ist. Nicht wenig. Neuer Feind, Ghoulspeier. Na super. Manche Ghule schleudern ihren Gegnern lieber ätzenden Speichel aus der Entfernung entgegen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich will mich bewegen. Hallo. Okay, dann halt ich. Y? Zap. Rennen. Hier war doch noch irgendwo ein Geheimnis. Da unten ist noch ein Geheimnis. Das will ich mir jetzt auch noch schnell holen. Hab ich derzeit? Ich hab... So. Schlangenklinge. Das habe ich vorhin total vergessen, das zu machen und da zu gucken. Ich habe extra noch gesagt, dass ich das... Naja, egal. Diese tödliche Schlangenklinge hat schon in vielen Fällen von Verrat eine Rolle gespielt. Die Machtkämpfe zwischen den Uruks sind legendär. Schwäche wird nicht toleriert und Krieger steigen die Karriereleiter hoch, indem sie ihre Vorgesetzten töten. Die Uruks wurden durch ihre jüngsten Erfolge in Mordor in Aufregung versetzt und da die Ambitionen der Soldaten wachsen, werden Waffen wie diese immer üblicher. Interessant. Gleich richtiger Wahl getroffen. Erinnerst du dich an mich, Abschaum? Was zur Planänderung, Leute? Jetzt habe ich hier das Sagen und als erstes werden wir die schwarze Hand erledigen. Vergiss mich dabei bloß nicht. Ja doch. Mein Gedächtnis war auch schon mal besser. Okay. So. Auf. Haben die Menschen überhaupt eine Chance gegen diese Uruks? Sie sind gänzlich von Hass erfüllt. Wir werden sie lehren, was Angst bedeutet. So werden wir Mittelerde Hoffnung geben. Komm, go. Ah, schaffen wir das? Ah, haben wir genug Zeit. Sehr schön. Oh Gott! Musst du noch gegen den kämpfen? Nee. Sieht gut aus. Als ob. Sehr schön. Gollum! Immer wiedersehen! Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Nein! Nein! Leuchtender Herr ist gut! Er beschützt uns! Halt dein vorlautes Maul! Böser Waldläufer weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Und der Schatz! Hat der Herr ihn auch erschaffen?
Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir finden mehr Schätze. Ja, ja, ja. Und dann führt er uns zu ihm. Okay. Krasse Sache. Meine Erinnerungen kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. Neun den Menschen. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgul. Aber die Nazgul wurden zerstört. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Ja, und hätte ich das gewusst, dass er als hier da. Eingang offen bleibt, hätte ich da jetzt das Artefakt noch mal suchen können. Nun gut. Ist nun mal so. So, was denn hier? Ich glaube, das ist nicht das Kraut, was ich brauche. Ja. Dann machen wir uns mal auf zur nächsten Quest. Na komm, renn, Kollege. Ihr habt mich nicht gesehen. War ich doch. Tschüss. Verdammt! Ich dachte, ich hätte diesen kleinen, nicht geschnappten Jungen schleichen. Nein. Einfach nur lustig. Ah, sehr schön. So, dann gleich auf zum nächsten Part hier. Hirgon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Udun lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleich dich in die Festung der Uruks und befreie die Ausgestoßenen. Okay. Fühl dich wie zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit? Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur Schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der Schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Mit ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die Schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruks, um seine Männer in Kenntnis. Ich hoffe auch, Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog. Grog. Hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck. Dem Vergiften von Orks. Folge mir. Hat sich gerade etwas das Schwarze Tor verließ, anders angehört, ja. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Hirgon. Also, ja, Hitlers, ne? Hört sich schon ein bisschen komisch an, als Kraut. Ich halte nach den Uruks-Ausschau. Sieh dich vor, mein Gott. Die haben mir letztens fast ins Bein geschossen, so schlecht wie die Zielen. Ach, kommt, oder? So, ich will... Ach, das ist ja cool. So, ich hab genug davon. Was hat ihn getötet? Der Mörder ist doch schon längst über alle Berge.
Das glaubst du, mein Freund. Hitlers. Ich werde mir das jetzt gerade nicht durchlesen, sondern gucken, dass ich hier auch mal ein bisschen vorankomme. Auch lustig, wie die da rumhocken. Ach ja, komm her. Mein Freund, ja, ein paar Infos. Genau. Du hast leiden. Und mir vorher aber Informationen geben. Es ist ja durch den besetzt und der hat mit dem zu tun und der... So, ich habe gar keine Informationen zu dem. Der und der ist klar. Ja, der ist ganz gut. Holla. Was ist das für einer? Ach nee. Befindet sich Schossetor, okay, bereit, willens und fähig, seine Uruks zu führen. Hm. Was haben wir hier? Irgendwie Fernkampfangriffe. Anfällig gegenüber Wachhüttner. Hasst Kargos. Hasst Morgai-Fliegen. Flammende Waffe. Sehen wir. Und man kann nicht drüber springen. Ja, das finde ich natürlich doof. Zap, zap. Kopf ab. Hier, da ist ja er gleich zu Hilfe gekommen jetzt. Auch nicht schlecht. Sonst ist es ja immer umgedreht, dass man den NPCs helfen muss und nicht dass die NPCs uns helfen in dem Sinne. Also er läuft da einfach durch und trampelt das Kraut nieder. Es gibt noch mehr Pflanzen da drüben. Folge mir. Ah ja, ich folge dir. Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als ein starker Anführer. Halt, stopp, warte! Ich brauch das Kraut hier. So, jetzt können wir weitermachen. Das Einzige, was noch übrig ist, dann. Okay. Kommen wir da den jetzt vorbei? Scheinbar ja. Okay. Ach, schade. Den Text hätte ich mir jetzt noch schon angehört. Aber gut. Also ich finde die ganze Synchro hier ist echt spitze gemacht. Wobei ich insgesamt das dann doch noch so gehabt hätte. Aber wie das immer so ist mit Wünschen. Dass hier wirklich mehr Leben in der Mode drin ist. Sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Der Rüstmeister steht da rücknahmend an seinem Blasen melden. Noch Zeit, dass er mal ein paar Armmuskeln bekommt. So, mal gucken. Top E. Oh, finde ich ganz gut, dass wir da hier ein bisschen Zeit haben. Oh. Es wäre aber schön, wenn man hier auch ein bisschen mehr als immer nur mehr als eine so eine Bestie zähmen kann und wesentlich mehr bringen. Ja, man kann nicht alles haben, leider. Naja. Ach ja, okay. So, da haben wir hier die Pflänzelein auch. Komm her, Baby. Na komm, go. Ich kann nur zu Fuß folgen. Ja, okay, schade. Was soll's. Mit so einem kleinen... Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor.
Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie. Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Ja, wer ist Zeuge gewesen? Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. So, vielleicht kann ich jetzt reden. Ja, wäre halt toll gewesen, wenn man dann hier doch nochmal so ein Reittier unter seinem Popo gehabt hätte. Also, wäre schon toll gewesen. Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Ja, da haben wir gleich noch eins. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, ja, schön versteckt hat sich's. Mal spät das Kräuterli hier, bevor wir hier vielleicht verschwinden müssen. Das müssen wir nicht sammeln. Wir müssen was blau und noch irgendeine andere Farbe müssen wir sammeln. Folgt. Ja, ja. Das sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Logisch. Die U-Boote sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Na dann. Hol du mal deine Männer, aber scheinbar soll ich dir noch... Talion, lass dich nicht erwischen. Die U-Boote haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. So, drücke linke Steuerung, um Gift in die Grogfässer zu mischen. Nachdem Uruks davon trinken werden alle Überlebenden misstrauisch und beginnen sich gegenseitig zu bekämpfen. Okay. Ist natürlich auch eine schöne List, wenn man das so sieht. Ja, gucken wir mal. So. Ich würde aber allerdings jetzt sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Kleine Überlänge ist schon wieder da, was ich eigentlich gar nicht wollte. Aber wie das dann immer so ist, wenn man dann so mitten im Spiel ist. Und ja, auf jeden Fall, Feedback wäre wirklich toll, wenn ihr das unten drunter schreiben würdet. Damit ich halt auch selber sehen kann, was jetzt gut oder schlecht ist. Auch wenn ich jetzt bereits einige Folgen halt vorproduziert habe, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Man kann trotzdem aus dem Feedback lernen für die kommenden Let's Plays. Von daher schon mal Dankeschön und noch einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag und schönen Abend. Und damit tschö mit Ö.